Heute möchte ich mit euch das Jahr Revue passieren lassen. Ich zeige euch in diesem Video meine Jahresfavoriten. Das sind nicht nur Dinge, das sind eben auch Ereignisse, die in diesem Jahr passiert sind. Und darüber sprechen wir heute. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute sprechen wir über meine Jahresfavoriten. Es sind diesmal nicht 10, sondern ein bisschen mehr und nimm dir ein bisschen Zeit, es wird ein bisschen länger. Du weißt schon, wie lang es geworden ist, ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber ich habe einiges zu erzählen von Produkten aus dem Jahr 2019, aber auch von Ereignissen und Entscheidungen, die ich im Jahr 2019 getroffen hatte. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen jetzt mal an mit Filme und Serien. Das erste ist schon mal eine Dokumentation, also ein Film. Lea and I heißt das Ganze. Ich habe sehr viel in dem Jahr angeguckt. Aber so richtig viel, was mich beeindruckt hat, gab es nicht. Ich habe trotzdem 3 Sachen gefunden, die echt sehenswert sind. Lea and I gibt es auf Netflix, ist eine Dokumentation von Lea und Camille. Camille erzählt in der Dokumentation über ihre Freundin, aber man sieht sie halt immer so ein bisschen im Vlog-Style gedreht. Ist aber keine langweilige Dokumentation. Es geht um Lea, die nach Heilung sucht. Sie hat Mukoviszidose und möchte halt die gängigen Medikamente nicht nehmen. Sie ist sehr rebellisch, sie ist ein rebellisches Mädel und mit ihrer Freundin Camille geht sie halt auf die Reise und sucht Heilung. Und das ist super interessant und hat mich total begeistert, weil die beiden total locker sind, sie machen besondere Erfahrungen. Hier an der Stelle kann ich dir wirklich nur empfehlen, das mal auf Netflix anzugucken, weil es ist echt gut geworden. Also ich hätte, glaube ich, wenn es mir nicht vorgeschlagen worden wäre auf Netflix, das ist mir vorgeschlagen worden in dieser Filmvorschau, hätte ich es, glaube ich, nie gefunden. Und das hasse ich immer so ein bisschen an Netflix, weil man findet nichts. Und so tolle Sachen sind eh immer so, dass sie so ein bisschen untergehen. Und hier kann ich dir wirklich Footspy empfehlen. Da findest du auch solche Veröffentlichungen. Da siehst du immer, was an dem jeweiligen Tag rauskommt. Das ist wirklich richtig gut und richtig übersichtlich. Eine Serie, die die Runde gemacht hat im Jahr 2019, ist Tschernobyl über das Unglück. Und ich bin ja noch in einem Alter, ich habe das nicht wirklich mitgekriegt, weil ich noch relativ klein war. Aber ich kann mich noch daran erinnern, wie ich von oben bis unten abgeschrubbt wurde, weil ich wohne hier in Süddeutschland. Und hier ging eben ein Teil der Wolke auch runter. Sie wollten das ja ursprünglich so ein bisschen vertuschen, wer sich da ein bisschen in die Geschichte reinguckt. Und mit der Serie erlebt man mal die Geschichte, wie das alles so abgelaufen ist, sehr, sehr realistisch. Also das ist denen sehr gut gelungen. Wenn HBO was in die Hand nimmt, dann wird das auch unwahrscheinlich gut. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich war auf Twitter unterwegs und ich glaube, David Hein hat was im Podcast auch dazu gesagt. Und ich dachte mir nur so, hey, wenn der so das so binge-watcht, dann muss das gut sein. Und dann bin ich hergegangen und habe mir das auch angeguckt. Also, wow. Das ist wirklich richtig, richtig gut produziert worden und macht sehr deutlich, was da damals passiert ist. Und es ist für mich immer noch so eine richtig gruselige Geschichte. Und da gibt es eine Doku dazu, die müsst ihr euch unbedingt mal hier auf YouTube angucken, wo alles nochmal so erzählt wird. Das geht, glaube ich, 1 Stunde oder so. Ist ganz interessant. Schaut euch das mal an. Und falls ihr die Serie noch nicht geguckt habt, weil es ist ja über das Sky Ticket, kann man das ja gucken immer noch. Es gibt die Serie inzwischen bei Google Play. Man kann sie sich ausleihen. Müsst ihr mal gucken. Wenn ich es nicht vergesse, ich versuche jetzt mal so viel wie möglich unten in der Infobox zu verlinken. Ohne sagen wir im ersten Kommentar. Also ihr guckt entweder Infobox oder erster Kommentar und da werde ich das mal auf Google Play verlinken, falls du die Serie noch nicht gesehen hast. Eine Serie der besonderen Art ist Akritsuko. Ich muss selbst schon wieder lachen. Die Fanny Pilgrim hat in ihrem Video mal über Akritsuko gesprochen und da habe ich mir das auch gleich mal angeguckt. Und ich habe noch nie so eine Trickserie erlebt. Also es ist ganz süß gezeichnet. Die liebe Ritsuko
ist so eine, die sagt nie was im Job, die lässt sich unwahrscheinlich viel gefallen. Ihr Chef ist das größte Arsch, also der behandelt sie richtig blöd. Und sie singt in ihrer Freizeit Death Metal. Da lebt sie ihre ganzen Aggressionen aus. Also wer das noch nicht angeguckt hat, es lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn man, wenn das im ersten Moment so, Trickserie und so, in dem Stil, ist nicht so mein Ding. Gib dieser Serie mal eine Chance und zieh es dir rein. Das ist einfach der Hammer. Ich bin froh, dass ich das, alleine hätte ich es, glaube ich, nie gefunden. Bin froh, dass die Fanny Pilgrim darüber gesprochen hatte. Also die Mira, sonst hätte ich das selbst auch nie gefunden. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist so außergewöhnlich. Sowas habe ich im ganzen Jahr in der Art nicht einmal mehr gefunden. Also unbedingt mal anschauen. Ein Ereignis, was es im Jahr 2019 bei mir gegeben hat, war das Haarespenden. Ich habe mir ja 42 cm Haare abschneiden lassen. Sieh, das war schon richtig heftig. Meine Haare waren auch absolut zu lang, irgendwann mal noch. Gerade die letzte Zeit, das letzte halbe Jahr war für mich so unwahrscheinlich schwer, weil du konntest mit so langen Haaren einfach auch gar nichts mehr machen. Und ich war dann ganz froh, als die Haare abfahren. Wir haben mir aber die Haare jetzt wieder wachsen lassen. Und wenn du selbst in der ähnlichen Situation bist, dass du eben mit deinen Haaren was Gutes tun möchtest, spende sie. Spende sie an haare-spenden.de. Das geht am allereinfachsten. Und hier auf der Internetseite wird dir nochmal erklärt, was du zu tun hast. Also wie deine Haare aussehen müssen. Zum Beispiel dürfen deine Haare nicht verfärbt sein. Also wenn du jemand bist, der ständig die Haare färbt und ständig die Haarfarbe wechselt, ist es natürlich nichts, sondern die muss einigermaßen einfarbig sein. Meine Aufgabe war somit nur nochmal mit der Henna-Farbe drüber zu gehen. Und das musste ich halt dann auch angeben, dass meine Haarfarbe mit Henna gefärbt ist, weil das dann auch nochmal eine Besonderheit ist, sozusagen. Und ich bin ganz froh, das gemacht zu haben, werde mir die Haare aber jetzt wieder wachsen lassen. Dazu wird es im Jahr 2020 auch Videos geben. Und ja, das war schon eine krasse Sache. Also das hat sich schon komplett anders angefühlt danach. Einhergegangen mit dem Haare abschneiden war dann auch das Pille absetzen. Ich habe mir den Zeitpunkt so gesetzt, dass das direkt miteinander passiert, weil durch das Pille absetzen es meistens so ist, dass du eben auch Haare verlierst. Und ich habe Haare verloren. Das war so schlimm. Das war echt schlimm. Jetzt kann ich ein bisschen lächeln drüber und sagen, puh, Gott sei Dank ist die Zeit rüber. Aber bei mir kam es jetzt direkt nicht unbedingt von dem Östrogenmangel, das auch ein Grund sein kann, dass dir die Haare ausfallen, sondern von der Kopfhaut. Meine Kopfhaut war einfach, die hat randaliert. Ich habe mir eine Pilzinfektion eingefangen, weil mein Körper nicht mehr mit der Situation zurechtgekommen ist. Es war echt schlimm. Es war wirklich schlimm. Und ich musste halt wirklich zu Arzneien zurückgreifen. Ich bin vegan. Ich möchte nach Möglichkeiten zu solchen Dingen nicht greifen, aber ich hatte keine andere Möglichkeit mehr. Meine Kopfhaut war so am Ende. Nicht nur das, ich habe halt einfach auch die Erfahrung gemacht. Dazu gibt es übrigens Videos auf meinem Zweitkanal. Ich werde dir den auf jeden Fall mal unter dem i verlinken, falls du den noch nicht kennst. Die Tagebücher gehen auf jeden Fall auch im nächsten Jahr weiter. Möchte ich auf jeden Fall machen, weil das einfach für mich auch eine wichtige Sache ist. Um einfach mal so Revue zu passieren, was war alles? Körperlich gesehen, ich war die erste Zeit, war ich so müde. Ich war so fertig, mein Körper war so fertig. Ich habe stellenweise 10 bis 12 Stunden geschlafen. Wenn man sich das mal bewusst macht, was man seinem Körper da eigentlich angetan hat. Bei mir in der Familie ist es halt so, es gibt ein riesiges Schlaganfallrisiko. Und deswegen habe ich mich einfach auch dazu entschieden, das jetzt endlich mal zu tun. Und mit 40 kann man auch die Pille mal absetzen. Meine Psyche ist ein bisschen durcheinander gekommen, also bis hin zu leichten Depressionen. Das war nicht angenehm. Aber ich wusste ganz genau, dass es eben von dieser Situation gekommen ist. Es hat sich relativ fremdgesteuert angefühlt. Und Gott sei Dank geht es mir jetzt wieder besser. Und es ist tatsächlich so, das erste halbe Jahr ist ein schwieriges Jahr. Da muss sich der Körper auf jeden Fall umstellen.
Mein Körper ist noch nicht mit Umstellungen beendet, aber mir wachsen die Haare wieder, Gott sei Dank. Alles ist in Ordnung und da bin ich ganz froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Es ist eine einschneidende Entscheidung, muss man schon sagen, weil man mehr als ein halbes Leben lang einfach sich bequem die Pille gegeben hat und sich nicht mit seinem Körper auseinandergesetzt hat. Ist schon was Besonderes, muss ich sagen. Aber so langsam komme ich wieder rein. Eine Entscheidung, die ich in diesem Jahr getroffen habe, ist, Kosmetik ohne Duftstoffe zu verwenden. Ich habe die Pille ja abgesetzt gehabt, wie ich ja erzählt habe, und da hat meine ganze Haut drauf reagiert auch. Also ich habe weniger Akne bekommen, aber meine Haut ist so fettig geworden seitdem, das ist abartig. Und durch das, dass ich eben Pony trage, und man hat es in vielen Videos bei mir auch gesehen, dass ich mit meinen Haaren nicht mehr zurechtgekommen bin. Das ist ja absolut keine Lüge. Und das wusste ich auch selber. Ich habe mich stellenweise richtig unwohl gefühlt. Nichtsdestotrotz, fettige Haut, Pony, der ist innerhalb von einem Tag fettig gewesen. Und das ging so halt nicht. Und dann musste ich mich mal mit dem Thema Kosmetik auseinandersetzen, wo mir der Leon auf Instagram ziemlich geholfen hat, muss man sagen. Nicht mir persönlich, aber eben, man kennt ihn, X-Skincare. Und dann habe ich mich mal für das Thema Duftstoffe interessiert und habe herausgefunden, dass Duftstoffe eben gerade bei Menschen, die eine sehr, sehr fettige Haut haben, das eben auch triggern können. Also Duftstoffe reizen. Duftstoffe sind einfach nicht gut in deiner Kosmetik, besonders in Sachen, die auf deinem Gesicht verweilen. Und dazu habe ich ein Video dazu gemacht. Guck einfach mal rein. Es wäre jetzt zu viel, wenn ich darüber jetzt so ausführlich sprechen würde. Aber es war eine gute Entscheidung, muss ich sagen. Weil ab dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, Kosmetik ohne Duftstoffe zu verwenden, ist meine Haut besser geworden. Mit einhergegangen ist auch die Entscheidung, keine Kosmetik mehr zu verwenden mit Mikroplastik. Ich war immer sehr naiv, was das Thema betrifft. Vielleicht bist du es auch und es ist nicht schlimm, weil ich war es bis dieses Jahr auch. Ich dachte immer, Mikroplastik, ja, das ist höchstens in Peelings und Zahnpastas drin, das ist eine feste Substanz, die sieht man, die reibt, eben wie in Peelings. Aber das ist eigentlich nicht sichtbar ist und Filmbildner und Co. eben auch aus Mikroplastik bestehen. Ich habe dann angefangen zu gucken bezüglich Sonnencreme und habe sehr schnell herausgefunden, dass meine Sonnencreme Mikroplastik enthält. Und das war für mich dann schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nein, so geht's nicht. Ich habe mir eine andere Sonnencreme dann auch gekauft. Ist natürlich relativ schwierig, weil Kosmetik, die diese Substanzen nicht enthalten, eben nicht so einfach zu handeln sind. Und gerade bei Sonnencreme ist es nicht einfach. Aber es ist möglich. Also lasst euch da nicht erschrecken. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass mein Make-up eben auch Mikroplastik hat und ich habe beide Produkte weggeschmissen. Richtig. Also bei sowas bin ich dann auch so frei und schmeiße die Sachen weg, weil im Wasser sind sie nicht gut. Und sei dir nochmal gesagt, natürlich geht durch deine Kleidung auch Mikroplastik weg. Aber wenn du an dem Punkt sagst, ja, Autoreifen und Kleidung, da Mikroplastik ist ein großes Problem und so weiter, und Kosmetik ist das allerkleinste Problem, da achte ich nicht drauf. Also Mikroplastik ist allgemein für unsere Umwelt ein großes Problem. Wenn du deinen Teil dazu beitragen möchtest, dass nicht so viel Mikroplastik einfach ins Meer gespült wird, fang an, bei deiner Kosmetik zu gucken, dass du nichts mehr mit Mikroplastik verwendest. In anderen Ländern ist es inzwischen schon so, dass es verboten wurde. In Deutschland, allgemein glaube ich, in Europa wurde es freigestellt. Also Unternehmen wurde es freigestellt, ob sie das verwenden oder nicht. Aber es ist einfach nicht gesetzlich geregelt. Und wenn der Endverbraucher darauf nicht guckt, und das ist ganz wichtig, wird sich da auch wirklich gar nichts ändern. Und das ist wirklich ein wichtiger Schritt, über den viel zu wenig gesprochen wird, auch bei anderen YouTubern. Das ist schade. Ich bin dann auf die Marke Face Theory gestoßen und die kam erst gegen Ende diesen Jahres in mein Leben sozusagen. Es ist trotzdem inzwischen schon so ein krasser Favorit, muss man sagen, dass ich es nicht mehr missen möchte. Gerade diese Creme, die macht die Haut so prall.
Ich habe das noch nie erlebt. Vor allem, weil ich ja immer Kosmetik verwendet habe, die voller Duftstoffe war. Und ich mich immer gewundert habe, warum juckt es mir? Und ich hatte eine viel schlechtere Haut, als ich es jetzt habe. Und die hat natürlich ein bisschen mehr gekostet. Auch davon habe ich schon ein Video gemacht. Aber es lohnt sich. Und man braucht nur einen Pumpstoß. Und da ist halt einfach noch nicht viel raus. Fifth Theory ist eine richtig coole Marke. Du kannst zwischen leicht parfümiert und komplett parfümlos wählen. Das finde ich richtig gut. Und auch diese Marke geht unwahrscheinlich unter. Es redet niemand im deutschen Raum über die Marke. Ich glaube, ich bin inzwischen die Einzige auf YouTube in Deutschland, die darüber spricht. Es herrscht einfach gar kein Interesse. Ich weiß, dass meine Zuschauer dies zum Teil verwenden und gut finden. Face Diori hat den Sitz in England. Ich hoffe, das wird mit Austritt von England nicht schwieriger, an die Produkte ranzukommen. Die wurden mir aber von Deutschland ausgeschickt. Das habe ich halt einfach auf dem Päckchen gesehen. Face Diori ist richtig, richtig gut. Und da werde ich einfach noch andere Produkte testen. Also guck dir das Produkt auf jeden Fall mal an. Ohne Parfümstoffe. Es beruhigt die Haut. Es macht die Haut praller. Und wenn ich sowas sage, dann hat es auch hundertprozentigen Ehrlichkeitswert, weil ich habe die Sachen jetzt relativ lange probiert und meine Haut liebt das. Meine Haut liebt das einfach. Ich hatte ja schon gesagt, dass durch das Pilleabsetzen meine Haut so fettig wurde. Ich habe immer schön mit Seife gearbeitet. Jetzt, ja, und ich weiß, Seife ist nicht ideal für die Haut. Und durch das, dass ich das eben wusste, bin ich irgendwann hergegangen und hab mir dann gesagt, als mein Pony dann so eingefettet ist und so, jetzt geh ich mal wieder her und mach die Ölreinigung, was ich ja schon mal hinter mir hatte. Und das ist Mandelöl und Rizinusöl. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, werde ich auch verlinken. Und das funktioniert so gut. Und wer sich jetzt denkt, mit öliger Haut und Öl reinigen, es funktioniert sehr gut. Und man bekommt es auch wieder runter. Ich habe etliche Nachrichten diesbezüglich bekommen, dass das nicht funktionieren würde. Das kriegt man ja nie wieder von der Haut runter. Wenn du die Schritte so einhältst, wie ich es im Video darüber spreche, dann funktioniert das. Glaub mir, es funktioniert auf jeden Fall. Hab ein bisschen Geduld. Und natürlich sind Produkte mit Mikroplastik auch hier wieder ein bisschen bequemer, weil man es einfach schneller aufs Gesicht auftragen kann und wieder runterwaschen kann. Aber wie schon erwähnt, Mikroplastik gehört nicht ins Wasser. Und die Menschheit schadet sich dadurch schlicht und ergreifend. Und das ist einfach nur ein kleiner Schritt, was vielleicht so ein bisschen Übung braucht, bis man mit den Produkten klarkommt. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Das beste feste Shampoo, was ich im Jahr 2019 hatte, ist tatsächlich das von Klar. Bis zum Ende des Jahres kannst du bei Klar noch mit Klar Coco einkaufen, alles groß geschrieben und du bekommst 15%. Dieses Shampoo ist einfach der Hammer und ich weiß immer noch nicht, wie ich die 100 Gramm aufbrauchen soll. Also ich habe da relativ lange davon. Ich liebe das. Also, weil es schäumt einfach richtig gut. Es ist kein Sodium-Laurel-Sulfat drin, was die Kopfhaut unnötig austrocknet. Das ist eben wichtig, wenn du so fettige Haut hast wie ich im Moment. Meine Haare sind ja davon auch betroffen. Dann solltest du deine Kopfhaut nicht austrocknen. Was fürs Gesicht zählt, zählt eben auch für die Kopfhaut. Und das funktioniert echt gut. Es riecht allerdings am Anfang relativ stark. Also ich habe den Seifenblock, das ist keine Seife, den Shampoo-Block erstmal ausduften lassen und bin dann hergegangen und habe damit meine Haare gewaschen. Also man kann es super gut am Anfang als Wäscheduft oder Raumduft erstmal verwenden. Es riecht nach Lemongrass halt ganz stark. Und wer da so ein bisschen empfindlicher ist, da wäre ich mit Vorsicht. Aber wie schon erwähnt, wenn das eine Weile lang bei dir rumsteht, dann lässt der Duft relativ schnell nach und das Shampoo funktioniert tatsächlich 1A. Das ist wirklich das allerbeste feste Shampoo und ich habe einige in diesem Jahr getestet und auch dazu habe ich eine Playlist, kann ich dir gerne auch mal unters i legen. La Rime ist eine Marke, die gibt es bei Rossmann und DM. Nur DM hat nicht ganz so viel. Ich weiß nicht, ob es der Müller hat, wahrscheinlich auch. Und das Parfüm habe ich schon relativ lange und es wird und wird und wird nicht leer. Es ist einfach der Knüller. Das ist das Parfüm, was ich am allermeisten im Jahr 2019 verwendet habe.
Jetzt ist tatsächlich wirklich nicht mehr viel drin. Und der Duft steht mir. An der Stelle muss ich das wirklich sagen. Also ich habe es, am Anfang habe ich meine Probleme damit gehabt. Aber durch das, dass ich eben jetzt gerade bei Kosmetik darauf achte, dass sie keine Duftstoffe hat, nehme ich dieses Parfüm auch wieder ganz anders wahr. Und das gibt es, glaube ich, für 6 € oder so. Und Rossmann hat öfters auch mal Prozente drauf, dann zahlt man weniger. Ich habe tatsächlich, glaube ich, auch weniger bezahlt. Aber das ist so, das mag ich echt gerne. Es gibt noch mal eins, was ich echt gerne mag. Ich habe eins noch gekauft. Habe ich jetzt nicht so viel getragen, weil ich das eben leer kriegen wollte. Bald habe ich es geschafft. Gott sei Dank habe ich es bald geschafft. Hallo Flop-Kamera. Eine Sache, die mir das Leben in dem Jahr wirklich leichter gemacht hat, ist die Canon G7X Mark II. Es gibt inzwischen eine Mark III. Durch das, dass es die Mark III jetzt gibt, ist die günstiger gewesen. Und ich habe zugeschlagen an meinem Geburtstag. Ich habe alles, also eine SD-Karte, einen Gorillapod und die Kamera für 500 € gekauft. Und ich bin so happy damit. Ihr seid happy damit, weil sie macht einfach einen sehr, sehr guten Ton. Und wenn du meinen Zweitkanal noch nicht kennst, da findet gerade der Vlogmas statt. Dann guckst du da einfach mal vorbei und da wird relativ viel mit der Kamera gefilmt. Ich liebe das Ding. Das funktioniert so unwahrscheinlich gut. Und da muss ich echt sagen, richtig cool, dass ich das Ding gekauft habe. 500 € ist natürlich eine Hausnummer, aber es ist halt eben auch eine sehr gute Kamera mit einer sehr guten Qualität. Da kann die zum Beispiel, mit der ich gerade filme, nicht mithalten, weil sie schon alt ist. Kleidungsstücke, die ich in dem Jahr viel getragen habe. Ihr kennt ja auch mein Format vom nachhaltigen Kleiderschrank. Ich kaufe ja fast ausschließlich nur noch Secondhand-Kleidung. Und das, was ich mir neu nachkaufe, möchte ich halt fair nachkaufen. Und das funktioniert einigermaßen gut, hätte ich nicht gedacht. Und da gibt es drei Kleidungsstücke, die für mich auffällig waren im Jahr 2019. Das ist zum einen die Hose, die ich jetzt gerade trage, die blende ich euch aber ein. Und die ist besonders, weil sie eben über den Bauch geht. Und ich war und bin immer noch unsicher, wenn ich diese Hose sehe. Normalerweise verstecke ich ja lieber meinen Bauch. Aber diese Hose zwingt dich dazu, dass du deinen Bauch so ein bisschen zeigst. Jetzt im Winter ist sie sehr gut, weil es einfach über die Nieren geht und du nicht frieren musst und so weiter. Also ich dachte auch bei der Hose erst, ich hab mir die erst in erster Linie gekauft, weil ich was brauchte für den Sommer, was so ein bisschen stoffig ist, so ein bisschen gut zu tragen ist, aber manchmal täuscht man sich einfach und ich kaufe halt bei Jubab die Sachen und dann war sie doch einfach zu warm für den Sommer und ich bin jetzt ganz froh, dass ich sie eben geholt habe. Ich trage sie jetzt halt relativ viel und sie ist schon mega, mega besonders. Ja. Also wenn ich mich so auf Bildern angucke, dann bin ich immer noch an meinem Bauch kritisieren, aber sie funktioniert halt gerade mit manchen Oberteilen unwahrscheinlich gut. Und Gott sei Dank habe ich sie behalten. Es war halt wirklich auch für ein kleines Geld. Und die Hose war nagelneu, als sie bei mir angekommen ist. Das habe ich bezahlt, 12 € oder so. Also bei Juba bezahlst du halt schon ein bisschen mehr. Dann war natürlich auch das gestreifte T-Shirt, was ich dabei anhatte, auch so ein Teil, was ich sehr viel angehabt habe. Bin ich auch froh gewesen, dass ich mir das geholt habe. Das war jetzt wieder so ein günstigeres Teil, weil es relativ starke Abnutzungserscheinungen schon hatte, als ich es hier bekommen habe, zum Knötchen. Von der Qualität her war das halt nicht wirklich ein gutes Teil. Aber ich mochte es halt so von der Art und Weise. Und das dritte Teil, was mich sehr beeinflusst hat, oder was heißt beeinflusst, sondern das habe ich im Kleiderladen gefunden für 4 €. Also ich fasse es immer noch nicht, wie dieser Pulli hier auch. Aber der schwarze Pulli ist halt nochmal irgendwie was Besonderes. Und den trage ich meistens immer zu Leggings. Ist so ein halblanger Pulli von H&M. Und der will allerdings mit Handwäsche gewaschen werden. Wenn er es nicht tut, dann hart der wie die Sau. Ich habe beim ersten Mal nicht aufs Etikett geguckt, habe ihn ganz normal gewaschen und der hat gehart. Ich habe wirklich gemotzt und ich habe echt gedacht, so, darum hat derjenige das Ding hergegeben. Aber
So mit Handwäsche, ich habe immer genug Handwäsche, dann kann ich den immer mit reinschmeißen. Passt es eigentlich ganz gut. YouTuber, die ich in dem Jahr viel geguckt habe, waren zum einen Simon Unge. Ich folgte ihm schon mal. Ich kenne den ja schon ewig. Also wenn ich sage, ich kenne den schon ewig, meine ich Folgen und so. Hab in der Zwischenzeit, ich glaube, den zweimal entabonniert und jetzt halt wieder abonniert. Ich gucke seine Hochformat-Videos unwahrscheinlich gerne. Ist was Besonderes. Ist tatsächlich im Hochformat gefilmt. Das hat mit seinem Handy zu tun. Also deswegen Hochformat und nicht so, damit man quer genug Bild hat. Nee, Hochformat. Dann sieht man die nämlich auf dem Handy auch ganz normal, nur auf dem Rechner halt nicht. Und das kommt super gut an. Dadurch bin ich dann auch wieder auf Ungeklickt gekommen. Gucke ich auch regelmäßig, nicht immer. Er macht es tatsächlich jeden Tag um 8. Wow! Simon, wie geht das? Also wenn ich mal einen Livestream mache, bin ich dann hinterher nach einer Stunde schon echt am Arsch, muss man sagen. Weil man redet so unwahrscheinlich viel und ich habe dann meistens hinterher mal voll die Halsschmerzen. Wow! Also das hat mich schon richtig beeindruckt. Also gerade sein Hochformat und durch ihn habe ich dann einfach auch durch Ungeklickt auch Varion kennengelernt. Der wäre mir wahrscheinlich irgendwann mal ausgespuckt worden. Also vermute ich mal, weil der geht gerade so krass durch die Decke. Der hat Anfang des Jahres noch keine 10.000 Abonnenten gehabt und jetzt hat er 402.000, so viel zum Thema. Wenn ich nachher gucke, hat er wahrscheinlich 403. Der ist so geil, der Typ. Der ist so witzig. Falls du das noch gar nicht angeguckt hast, guck auf jeden Fall mal unten in die Infobox oder erste Kommentar. Ich weiß noch nicht, wo ich es verlinken werde. Da werde ich die Kanäle, die ich jetzt erwähne, natürlich eben auch verlinken. Kanal 3 ist natürlich ein richtiger Favorit. Ihr folge ich schon super lange, nicht erst seit diesem Jahr. Es ist Jana Klar. Sie ist jetzt von Wien nach Oberösterreich gezogen, was ich auch unwahrscheinlich gut verstehen kann. In jungen Jahren hat man immer so ein bisschen das Gefühl, man muss in eine Großstadt und so. Aber sie hat sich in ihrer Art und Weise ja auch so stark verändert, das sieht man auch in ihrem Aussehen, dass sie jetzt einen Kanal geschaffen hat, wo es zu 100% um Nachhaltigkeit geht. Und sie möchte eben auch nachhaltig leben und wollte halt wieder zurück mit ihrem Hund Knödel in die Natur. Und ich liebe die junge Dame. Sie ist 24. Von ihr kann man einfach auch noch einiges lernen. Und das finde ich einfach auch eine richtig tolle Sache, dass YouTube eben eine Plattform ist, wo man nicht nach dem Alter geht. Simon ist ja auch relativ jung. Aber was soll's? Wir Älteren können das ja auch angucken und können von den Jüngeren sozusagen lernen. Essen. Jetzt kommen wir endlich mal zu Sachen, die ich euch zeigen kann. Das hat man sehr häufig auf meinen Bildern auf Instagram gesehen. Kapern. Ich krieg so ein Glas innerhalb von 3 Tagen leer. 2 Tagen geht auch. Kein Problem. Ich tue die mir überall rein, außer Süßspeisen. Ne? Ich liebe die Dinger, die sind einfach, die gibt es bei Lidl für 90 Cent oder so, relativ wenig Geld, aber die sind die besten. Habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es bei Edeka zum Beispiel eine Marke gibt, die einfach widerlich ist. Ekelhaft. Also nicht alle sind geil, die hier liebe ich halt einfach. Und macht jedes Essen, also Süßspeisen, einfach noch ein bisschen geiler, finde ich, weil das ist halt so ein Gewürz auch nochmal. Also es bringt so einen besonderen Geschmack rein. I like besonders in Nudeln. Etwas, was ich mir im Jahr 2019 auch öfters mal gekauft habe, ist Mock Duck, die vegane Ente. Mal mochte ich sie, mal mochte ich sie nicht so. Im Jahr 2019 habe ich sie gefeiert, besonders in Suppe. Ist nichts Gesundes. Das ist Seitan mit Geschmacksverstärker und viel Gewürzen. Aber das schmeckt einfach so gut. Es gibt Muscheln und es gibt noch Hähnchen. Die habe ich mir dann so im Wechsel immer gekauft, finde aber, dass die alle gleich schmecken. Da gibt es keinen Unterschied. Und das in der Suppe rein, oh, das schmeckt voll gut. I like. Besonders wenn du Veganer bist, das kostet jetzt nicht so viel Geld. 3 Euro. Für asiatische Lebensmittel kostet es viel Geld, ja. Aber man soll das auch nicht so oft essen.
Weil eben Geschmack, das sind Geschmacksverstärker drin, definitiv. Und das viele Weizen, also das viele Gluten, das muss ja auch nicht immer in einem Nahrungskreislauf drin sein. Aber guck dir das mal an, falls du mal so ein Goodie haben möchtest, besonders vielleicht zu Weihnachten oder so. Ist halt schon was Besonderes. So Ente, vegan aus der Dose, wenn man da mal so Gedanken sich drüber macht. Ja, habe mir jetzt schon länger keins mehr gekauft und habe mich so ein bisschen zusammengerissen, das nicht immer irgendwie in meine Suppe reinzumachen. Im Jahr 2019 waren natürlich auch meine Chili-Pflanzen ein absoluter Favorit und übrig geblieben ist der Chili-Paste. Ich habe über 50 Chilis abernten können. Das war richtig hart. Meine Pflanzen sind dann irgendwann mal, ich will nicht sagen eingegangen, aber ich bin dann falsch damit umgegangen. Ich habe noch nicht so viel Erfahrungen mit Chilis, aber als ich sie dann reinstellen musste, weil es zu kalt war, haben sie dann schon Blätter gelassen. Eine Pflanze ist übrig, die überwinter ich gerade. Aber auch im nächsten Jahr wird es wieder Chilis geben und das hat mir unwahrscheinlich große Freude gemacht. Besonders diese Paste, die echt scharf ist. Ich kann ja richtig krass scharf essen. Mir ist es nicht zu scharf, das definitiv nicht. Ich habe mir dadurch auch meinen Geschmackssinn so ein bisschen versaut. Ich darf ja eh schon für andere nicht scharf kochen, weil mein Scharf ein anderes ist wie für dich. Kann ich dir hundertprozentig sagen. Ist schon jeder davon erschrocken, was ich alles abhaben kann. Ja, I like. Und davon habe ich zwei Gläser und noch ungefähr 30 Schoten oder so. Muss ich mir ein bisschen einteilen, weil bis es die nächsten Schoten gibt, dauert es wieder ein Jahr. Nein, nicht diese Kichererbsen sind mein Favorit, sondern in meiner Stadt hat ein Unverpacktladen aufgemacht. Also dieser Lieferservice, den gab es schon länger. Aber davon wusste ich nichts. Und jetzt hat er einen Laden und wächst immer mehr. Jetzt bietet er sogar unverpackten Tofu an. Und ich feiere das so. Ich gehe am Donnerstag gleich mal hin und kaufe mir was. Das sind hier eben sogenannte Kichererbsen. Ich habe dazu auf meinem Zweitkanal ein Video gemacht, was ich mir bis jetzt alles unverpackt kaufe. Man muss nicht gleich zum absoluten Öko werden, das ist meine Meinung, sondern so, sich so ein paar feste Lebensmittel suchen, die man sich im Unverpacktladen eben kauft. Und bei mir sind es eben Kichererbsen, Linsen, Cashewkerne, Linsen habe ich schon gesagt, Bratensoße habe ich noch gekauft, dann, das fällt mir nichts ein. Peinlich. Aber so, Haferflocken, Chiasamen, sind alles so Sachen, die ich mir schon bei ihnen geholt habe. Und jede Einsparung zählt. Apfelessig habe ich vergessen. Jede Einsparung zählt. Und ich bin so happy, dass der bei mir aufgemacht hat. Der ist bei mir halt echt ums Eck. Und da kann man mal sich was holen. Und am Anfang war es komisch, weil da habe ich mir einen Tee und nur so ein bisschen Tee gekauft. Und du fühlst dich halt schon so ein bisschen komisch, wenn du nur so ein bisschen Tee kaufst, aber so hast du halt die Möglichkeit, nach deinem Bedarf zu gehen. Das Glas muss nicht voll sein und meins ist halt auch nicht voll. Wisst ihr, wie ich meine? Ich, alter Öko, eine Tasche. Und zwar ist die Tasche von Dance. Und das ist tatsächlich von Living Crafts die ganze Sache. Also es ist Biobaumwolle und so gut die Qualität. Er ist heute Morgen wieder beim Bäcker gewesen damit und die Dame, die mich bedient hat, fasst sie so an und sagt so: Oh, das ist aber eine tolle Tasche. Vor allem hat die hier so eine Seitentasche. Und die nehme ich meistens immer zum Einkaufen, wenn ich unverpackte Sachen kaufe, aber auch eben, wenn ich beim Bäcker bin. Vermeide ich halt meistens auch immer, dass ich so eine Papiertüte bekomme und das ist einfach grandios, ich liebe die Tasche echt. Und Dance mag ich natürlich als Laden auch unwahrscheinlich gerne. Den gibt es hier bei mir leider nicht vor Ort. Ich habe dieses Jahr, oder habe ich es auch schon letztes Jahr, nee, ich glaube 2019, habe ich Tahoasis kennengelernt. Ich war sonst immer so ein Primavera-Fan und hatte ja auch von Primavera den Adventskalender. Aber ich finde Tahoasis, sie sind günstiger, man bekommt einfach mehr. Und man hat eben nicht bei allen Sachen, aber bei den meisten hat man eben Demeter-Qualität. Es ist auf jeden Fall alles Bio
Und Tahoeasis haben mich dieses Jahr anhand eines Posts auf Instagram überrascht. Also total überrascht, dass ein Päckchen aus dem Nichts gekommen und da war zum Beispiel das hier auch mit drin. Das ist ein Raumduft. Gerade zum Schlafen gehen ist so toll. Das hier ist ätherisches Öl zum Einnehmen. Das habe ich immer gesucht. Das war bei Primavera so schwierig zu bekommen. Bei Tahoeasis ist es kein Problem. Das ist Vanille. Ich habe aber auch noch Lavendel. Und das Vanille, das nehme ich meistens immer im Joghurt. Schmeckt super, kann ich echt empfehlen. Und das ist aber auch so eins meiner liebsten. Die haben das Outfit ein bisschen geändert. Das ist nicht mehr grün, also, und auch nicht mehr Taomed. Diese Linie gibt es bei denen nicht mehr. Aber dieses Mandarine gibt es immer noch. Und das riecht so gut. Das riecht so gut. Ein Öl, was ich am meisten verwendet habe, ist Zitrone. Hätte ich nicht gedacht, Leute. Das ist jetzt nicht von Tahoeasis und ich habe es schon bereut. So gern mag ich Tahoeasis. Also nicht jedes ätherische Öl riecht gleich. Es hängt auch immer mit den Zitronen zusammen, was für Zitronen die verwendet haben. Das merke ich eben auch beim Wasserkefir machen immer. Wenn ich teurere Zitronen habe, dann schmeckt es schon anders. Zitrone kann ich euch wirklich empfehlen, gerade jetzt Januar, Februar ist halt die Zeit, wo dann viele krank sind. Das desinfiziert die Luft so ein bisschen und hält eben auch so die Stimmung auf. Das ist eben auch nochmal ein Punkt, warum ich Zitrone viel genommen habe. Das riecht jetzt eher so ein bisschen säuerlich von der Marke. Ich glaube, Biopark kann ich nicht so empfehlen. Aber Tahoeasis, guckt ihr euch mal an. Das riecht einfach sowas von toll und erinnert mich so an diese Zitronenstäbchen. Nee, diese. Doch, es war Zitrone, oder? Nee, es waren Multivitaminstäbchen. Die gibt es immer noch. Das sind so Schokostäbchen, wo innen so eine Flüssigkeit drin ist. Und die habe ich als Kind gerockt. Die habe ich geliebt. Und daran erinnert es mich. Und an nimm zwei Bonbons. 1A, nimm zwei Bonbons. Zitrone, diese gelben Bonbons von nimm zwei. Oh, super. Stifte, die es mir angetan haben, waren tatsächlich keine Tombows. Ich komme komplett von dem Tombow weg, weil ich den nicht einfach finde. Ich habe viel handgelettert und habe mich mal an anderen Marken ausprobiert und da waren die Ecoline relativ einfach zu handeln. Hätte ich nicht gedacht, also. Die waren richtig gut. Ich habe davon zwei, weil ich einfach mal die Marke ausprobieren möchte oder wollte. Nicht möchte, nicht Gegenwart, sondern es war ja Vergangenheit. Und ich habe dann festgestellt, dass mein Schreibwarengeschäft tatsächlich die Stabilos, die Pinselstifte im Angebot hat. Und die funktionieren so einfach. Da geht es von ganz alleine geht es von der Hand. Es sieht aus wie ein normaler Stabilo, nur dass vorne halt so eine Pinselspitze drauf ist. Und die sind so einfach und easy zu handeln. Gerade wenn man noch nicht so weit ist, was das Handlettering betrifft, ist es wirklich wichtig, welche Marke man verwendet. Hätte ich echt nicht gedacht. Die hier drücken unwahrscheinlich durch. Also da kann man auf keinen Fall im Bullet Journal damit arbeiten. Der drückt auch durch, aber nicht so stark. Und wenn man Pinselstifte fürs Bullet Journal verwenden möchte, dann muss man tatsächlich auf die Tombows zurückgreifen. Die drücken tatsächlich nicht so stark durch. Ich weiß nicht, was die Japaner machen, was die hier anders machen. Keine Ahnung. Und ich habe es ja schon erwähnt, das Buch, was mich am meisten weitergebracht hat jetzt in dem Jahr, war tatsächlich das hier, was ich von der Christine geschenkt bekommen habe. Also, ich muss da echt nochmal sagen, vielen, 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 vielen Dank. Das hat halt meine Schrift um Welten verbessert. Ich konnte mir manche Sachen halt einfach, ich bin ein Mensch, ich muss erstmal eine Geschichte sehen, dass ich sie dann einfach weiterentwickeln kann. Und frei kann ich halt ganz viele Sachen nicht machen. Und hier hat es halt verschiedene Schriftarten drin, die halt mir so unwahrscheinlich stark geholfen haben, gerade zum Beispiel das hier. Ja, also ich habe von dieser Schrift sehr viel Buchstaben in meine eigene Schrift jetzt integriert und konnte dank dem Buch eben auch eine eigene Schrift entwickeln, die für mich einfach
leicht von der Hand geht. Weil wenn du nur nachschreibst, finde ich, sieht man das schon. Aber wenn du so dein eigenes Ding findest, dann hat das einfach, ah, das ist einfach, also mit dem Buch hat es mir dann richtig Spaß gemacht, Handlettering zu betreiben. Das siehst du aber auf meinem Zweit-Instagram-Profil, wo es nur um das Thema Bullet Journal und Handlettering geht. Dieses Thema ist hier ja komplett vom Kanal verschwunden. Wow, das war jetzt mal richtig derbe lang. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das waren eben meine Favoriten und meine Ereignisse aus dem Jahr 2019. Was waren deine? Nenn mir mal fünf unten in den Kommentaren. Damit es jetzt nicht noch länger geht, sage ich einfach mal danke fürs Einschalten. Das war das Jahr 2019. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns frisch, fromm, fröhlich, frei im Jahr 2020 wieder, und zwar im Februar. Macht's gut und bis dann. Ciao!